Apotheken sollen in Zukunft für das Nachtragen von Impfungen im gelben Impfpass eine Vergütung erhalten. Immer wieder kommt es vor, dass Kundinnen nicht mit einem vollständig ausgefüllten gelben Impfpass in die Apotheke kommen. Laut Referentenentwurf zur Novellierung der Coronavirus-Impfverordnung soll dieser Service in Zukunft mit 2 Euro entlohnt werden. Außerdem sollen Apotheken nun bald auch die Impfzentren und mobilen Impfteams mit Vakzinen versorgen, die bisher aus Zentrallagern oder direkt vom Hersteller beliefert werden. Wie aus derselben Novellierung hervorgeht, bereits ab dem 1. Oktober.